Danke, Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, Frau Dr. Kugler und ich haben uns entschlossen, einen Antrag einzubringen, in dem wir die Bundesregierung ersuchen, auch weiterhin alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um jegliche islamistische Radikalisierung entgegenzuwirken und dem weiteren Erstarken von Parallelgesellschaften sich entgegenzustellen. Parallelgesellschaften, deren Lebensstil einfach mit dem von uns gepflogenen Lebensstil nicht vereinbar sind. Und ja, Frau Kollegin Zadic, wir sprechen uns gegen jede Form von Extremismus und Radikalisierung aus, aber dieser Antrag befasst sich eben mit der islamistischen Bedrohung und mit der Entstehung und der schon bestehenden Parallelgesellschaften. Auch im Ausschuss hat sich ja der Abgeordnete Noll schon als einziger sozusagen, also verkörpert für seine Partei hier, gegen diesen Antrag ausgesprochen. Alle anderen Parteien konnten sich hier zustimmen. Der Herr Abgeordnete Noll hat uns ja heute schon gesagt, dass die Wahrheit ja nicht beifallsbedürftig ist und evident ist. Er kann sie aber dennoch nicht erkennen offensichtlich, denn es beruht nun einmal auf Fakten, dass wir mit Buddhisten, Hinduisten oder griechisch-orthodoxen keine Probleme haben und unser Lebensstil hier nicht kollidiert und es auch nicht solche Parallelgesellschaften gibt, mit denen wir Probleme haben, sondern es gibt eben spezifische Probleme, nicht mit dem Islam als solches, wenn es verstanden wird als Religion, so wie es wir verstehen, als private Religionsausübung, die gedeckt ist vom Grundrecht auf Religionsfreiheit, sondern unter dem, was man zusammenfassen kann, unter dem politischen Islam, gemeint damit, was unsere politische Ordnung, unsere Gesellschaftsordnung und unsere Verfassungsordnung angreift und was nicht vereinbar ist. Und auf das zielt dieser Antrag ab, wobei keinesfalls gesagt, mit diesem Antrag irgendwie gesagt werden soll, dass die Bundesregierung bisher hier säumig ist. Ganz im Gegenteil, sie tut alles in ihrer Macht Stehende, um genau diesen Tagesordnungspunkt zu unterstützen. Aber es werden ja nicht alle Maßnahmen und es wird ja nicht alle Politik auf Bundesebene gemacht, sondern es gibt ja auch die Hauptstadt Wien mit ihrer Stadtregierung, die immer noch rot-grün regiert ist. Und hier wird leider vieles zugelassen und wurde seit Jahren zugeschaut, dass hier wirklich Parallelgesellschaften entstehen. Man hat zugelassen vom Kindergarten weg, dass hier Inhalte gelehrt werden, die die Kinder nur dazu bringen sollen, sich ja nicht zu integrieren und wo die Kinder segregiert werden von unseren Kindern. In den Schulen wird das fortgesetzt. Es wurde jahrelang unterdrückt, was hier gerade in den Wiener Schulen schon los ist, bis es auch Lehrerinnen, die sich dezidiert der größten Oppositionspartei eigentlich nahe fühlen, an die Medien gegangen sind, weil sie von den Wiener Behörden, auch vom Stadtschulrat, vollkommen im Stich gelassen werden. Ich zitiere nur ganz kurz, wenn einmal von 25 Kindern 21 zu integrieren sind, ist das nicht mehr zu lösen. Die religiös motivierten Konflikte gehören bereits zum Schulalltag. Der Unterschied zwischen ihrer Welt zu Hause und unserer Welt ist einfach zu groß. Es gibt eine wachsende Bildungsfeindlichkeit und Abstammung und Religion ist nun einmal für muslimische Familien besonders wichtig und es wird die Scharia bei einem Teil der Muslime über alle unsere Regeln gestellt. Das heißt, gerade die SPÖ sagt hier das eine. Es ist schön, dass sie mit unserem Antrag mitgegangen ist. Vielleicht schließt sie sich jetzt auch unserer Politik an. Andererseits, es kommt aber auch immer darauf an, was tut man. Und in Wien ist ja die SPÖ noch an der Regierung und leider konterkariert sie da vollkommen die Absichten dieses Antrags. Und das halte ich eigentlich für unpackbar. Danke. Susanne Fürst war das von der FPÖ. Sie kritisiert vor allem die Wiener Stadtregierung unter SPÖ-Führung.